Willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. ICF ist aus dem Traum entstanden, Kirche für Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Ja, hallo, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich total, dass wir heute einsteigen können in unsere neue Serie, die wir Lifehacks genannt haben. Und es geht in der neuen Serie um das Buch der Sprüche in der Bibel. Und ich habe gleich zu Anfang richtig gute Nachrichten für dich. Wir haben heute Morgen zwei absolute Experten zum Thema auf der Bühne. Und zwar einmal die Vanessa, die uns im Team mega unterstützt. Sie hilft im Research-Team, gute Informationen einfach zusammenzutragen. Mega gut. Sie hat in ihrem Studium sich auch mit den Sprüchen beschäftigt. Deswegen ist sie eine Expertin dazu. Und ich bin auch Experte zum Thema Sprüche, aber mehr deswegen, weil ich Teenager zu Hause habe. Vor ein paar Wochen hat mein ältester Sohn zum Beispiel zu mir gesagt, Papa, ich habe einen guten Spruch, um ein Mädchen anzusprechen. Ich könnte doch einfach fragen, ob sie Krombacher heißt, weil schließlich ist sie doch eine Perle der Natur. Okay, das mag jetzt nicht der beste Spruch sein und dieser Spruch hat auch definitiv noch nicht so viel mit dem Buch der Sprüche zu tun. Und trotzdem ist es so, dass er was zeigt, nämlich, dass Sprüche auch heute noch verwendet werden und auch von unseren Jüngeren, von den Teenies und von den Kids. Wir brauchen aber nicht nur zu den Kids gucken, auch in den anderen Lebensbereichen sind Sprüche da. In der Werbung werden Sprüche verwendet, auf Instagram und den ganzen anderen sozialen Plattformen und Netzwerken. Ein kleines Beispiel, was wir zum Beispiel oft sehen, wäre unser berühmter deutscher Dichter Hermann Hesse. Wenn was Neues anfängt, spricht man gern davon, dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt. Ja, so das ist irgendwie drin. Wir benutzen Sprüche. Ich habe vor kurzer Zeit oder vor ein, zwei Wochen wird es jetzt auch her sein, ein Erlebnis gehabt. Da saß ich zum Beispiel mit meiner Tochter auf dem Bett und das ist so eine spezielle Tochter-Vater-Situation gehabt, weil sie hatte ganz üble Dinge erlebt. Es gab Streit und Stress. Gott sei Dank nicht mit mir. Auf jeden Fall war es eine ganz dramatische Situation und dann fragt sie sich natürlich, geht das Leben weiter? Wird das alles jemals wieder gut? Und dann hätte ich ihr antworten können in meinen Worten. Ich meine, ich habe ja auch genug Worte. Ich hätte sie erklären können. Aber stattdessen kam irgendwie ganz natürlich ein Spruch. Und das war dieser Spruch, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und mit diesem Spruch konnte ich hier was transportieren, nämlich die Wahrheit, dass oftmals in der Situation Dinge wirklich hochkochen und sich schlimm anfühlen, aber dass es oft schon am nächsten Tag einfacher ist. Also wie gesagt, mit eigenen Worten hätte ich viel länger gebraucht, das zu erklären und der Spruch hat mir einfach geholfen. Sprüche transportieren einfach unglaublich viel. Und wir können noch ein paar Beispiele machen, zum Beispiel, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Also dieses, hey, mach dir bewusst, nicht alles, was gut aussieht, ist wirklich gut. Das kann man mit diesen wenigen Sätzen dieses oder Worten des Spruches einfach machen. Da schwingt auch so ein bisschen Autorität mit, so nach dem Motto, das hat mein Vater schon mir erklärt oder meine Mutter, mein Großvater hat diesen Spruch schon gesagt. Also da ist so eine gewisse Volksautorität, auch so eine, viele haben das erkannt, da steckt mehr dahinter, wie wenn ich das in meinen Worten erkläre. Das gilt besonders für den nächsten Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen, oder? Das ist auch ein Spruch, den wir als Eltern sehr gern mögen, aber der gilt für jeden, oder nicht? Also wer nicht hören will, das gilt auch im Berufsleben, im Umgang mit dem Chef, mit dem Nachbar manches Mal, mit der Polizei und so weiter. Wer nicht hören will, soll führen. Die Wahrheit wird durch den Spruch einfach oftmals auf den Punkt gebracht. Errare humanum est, irren ist menschlich. Punkt. Ja, das haben andere vor uns kapiert und das hilft uns und entspannt uns auch. Was Sprüche auch können, ist so ein bisschen Entspannung bringen für schwierige Themen. So eine, ja, ich möchte fast sagen Leichtigkeit. Der Spruch, auch ein blindes Huhn findet einmal ein Korn, ja, ist so ein Satz, wenn wir das uns mal überlegen, was der aussagt, das ist schon ziemlich heftig.
Der sagt nämlich aus, du kriegst nichts auf die Reihe, aber jeder, der nichts auf die Reihe kriegt, kann irgendwann auch mal Erfolg haben. Irgendwann klappt es auch bei dir. Das hört sich mega hart an, aber wenn wir es im Spruch ausdrücken, ist es einfach etwas leichter und die Message kommt trotzdem an. Spannend, wie viele Sprüche es gibt. Du hast bestimmt auch einen Lieblingsspruch, einen Spruch, den du deinen Kindern, wenn du welchen hast, oft gesagt hast oder Kollegen oder Frau, Freundin, Mann und so weiter und so fort. Sprüche sind allgegenwärtig, weil Sprüche, wie wir es gerade schon gesagt haben, einfach Dinge auf den Punkt bringen, sie transportieren Messages und sie helfen uns im Leben weiter. Und wenn es darum geht, dass uns im Leben weitergeholfen wird, bin ich sofort bei Gott, weil Gott ist derjenige, der uns in unserem Leben weiterhelfen möchte. Und deswegen ist es für mich keine Überraschung, dass es in der Bibel ein komplettes Buch gibt, das aus Sprüchen besteht. Sprüche, die Lifehacks sind, also uns in unserem Leben weiterhelfen. Das Krasse an diesen Sprüchen ist, dass obwohl sie schon sehr alt sind, um die 3000 Jahre plus minus, je nachdem welcher Theologe rechnet, kommen da andere Zahlen raus. Aber sie sind sehr alt, haben aber von ihrer Relevanz nichts verloren. Ich habe drei Beispiele für dich mitgebracht von solchen Sprüchen, die auch heute noch in unserem Volksmund bekannt sind und aus der Bibel, dem Buch der Sprüche kommen. Den ersten, den habe ich hier, Sprüche 26, Vers 27. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Diese Weisheit, die hat damals gegolten, vor 3000 Jahren. Das war damals keine gute Idee und das ist heute auch so. Wer andere vor anderen Fallen stellt, hat am Ende oft selber das Problem. Ein weiterer Spruch, der auch sehr bekannt ist, ist dieser hier: Hochmut kommt vor dem Fall. Ich glaube, das braucht man eigentlich gar nicht erklären. Der ist so selbsterklärend, das versteht eigentlich jeder. Und dann habe ich noch einen mitgebracht, der auch sehr bekannt ist, der gerade uns als Kirche wichtig ist, weil wir mit Gott auch viel zu tun haben und uns viel Gedanken über ihn machen. Und der ist so irgendwie entspannend und sehr bekannt und sehr oft gebraucht. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich heute nicht allein bin. Und Vanessa, du bist mit dabei. Ich finde es mega cool und ich freue mich, dass du uns jetzt mit reinnimmst in weitere Themen, die Sprüche für uns bereit haben. Ja, vielen Dank, Daniel. Und wie Daniel gerade ausgeführt hat, wird unsere Sprache durch Sprüche belebt. Also sie bekommt so ein gewisses lebendiges Gefühl. Sprichwörter werden auch oftmals durch Reime zugänglich, wie zum Beispiel "wie gewonnen, so zerronnen". Den kennt auch jeder, spricht übrigens auch in den Sprüchen in der Bibel. Und was für mich besonders spannend ist, ist, dass im Erstspracherwerb Kinder schon ganz früh Gefallen an Reimen finden. Jeder kennt das Lied "Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze", also Mauer, Lauer. Und da werden jetzt allen Eltern von kleinen Kindern auch noch sämtliche andere Liedtitel einfallen. Da wird doch für mich als Deutschlehrerin, geht mir da ein bisschen das Herz auf. Und ich habe wahrscheinlich auch als Deutscherin mehr Zugang zu Reimen und Lyrik als noch viele andere. Aber nichtsdestotrotz haben Reime oder halt gerade Sprüche ihren Weg in unsere Kultur und in unsere Sprache gefunden. Und gerade die Sprüche aus der Bibel, wie wir gerade auch in den Beispielen gesehen haben. Doch da stellt sich jetzt die Frage, inwiefern haben jetzt diese Sprüche der Bibel, die ja uralt sind, nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich immer noch Relevanz für unser Leben heute. Und ich behaupte, dass die Sprüche nichts von ihrer Relevanz verloren haben, auch wenn sie uralt sind. Und dafür zoomen wir einmal in den Text hinein. Zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments gehören die drei poetisch gestalteten Bücher, die Psalmen, das Buch Hiob und die Sprüche. Und das Buch der Sprüche, da zoomen wir jetzt auch mal hinein, das konzentriert sich besonders auf den Charakter des Menschen und auf seinen Lebenswandel, insbesondere in Bezug auf ein gelingendes zwischenmenschliches Miteinander. Und ich greife nun mal drei repräsentative Themen heraus aus dem Buch der Sprüche, die uns immer noch betreffen, zu denen die Sprüche etwas sagen. Das erste Thema lautet unternehmerisches Handeln. Man kann auch sagen Geschäftsethik. Zum Beispiel Sprüche 28, Vers 16. Ein Machthaber ohne Verstand beutet seine Untergebenen aus. Wer aber unehrlich erworbenen Gewinn hasst, der kann ein langes Leben genießen. Hassen ist ein starkes Wort. Und ja, ich muss sagen, das Thema Ausbeutung heute ist wohl aktueller denn je, besonders in Bezug auf unsere Globalisierung. Die Ärmsten dieser Welt werden ausgebeutet, damit sich andere bereichern können.
Aber ein genussvolles, langes Leben wird hier demjenigen verheißen, der unehrlich erworbenen Gewinn hasst. Und anders ausgedrückt, der nämlich ehrlich erworbenen Gewinn liebt, wahrscheinlich auch wegen eines reinen Gewissens. Und das ist eine ganz normale Konsequenz, ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und ein weiteres Thema, zu dem sich die Sprüche äußern, ist Freundschaft oder auch ganz allgemein ausgesagt soziale Beziehungen. Sprüche 13, Vers 20. Den liebe ich. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Hier stellt sich auch die Frage, welchen sozialen Umgang suche ich eigentlich oder welche Beziehungen pflege ich? Und ich behaupte, dass dieser Vers in unserer Social-Media-Generation so aktuell ist wie nie zuvor. Denn wir setzen uns dem Einfluss sehr vieler Menschen aus. Und wie oft pflegen wir Accounts statt Beziehungen? Die Sprüche fordern uns hier dazu auf, sich bewusst zu machen, welchen Einflüssen man sich eigentlich aussetzt. Und dieser Vers ermutigt uns dazu, Qualität in Beziehungen zu suchen. Echte Tiefe, die einen verändert, die einen zum Nachdenken anregt und ja, vernünftig macht. So eine Beziehung zu suchen und vor allem zu pflegen. Und Pflege bedeutet immer auch Investition, sei es Zeit oder Liebe. Ein drittes Thema, beziehungsweise noch ein Vers zum Thema Sprüche, 28, Vers 24. Kapitel 28, Vers 24. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Und auch Freundschaft steht durch soziale Medien super stark auf dem Prüfstand, denn sogenannte Freunde schaden. Ich sehe bei mir in der Schule ganz oft, wie sich Schüler untereinander in den Klassengruppen auf WhatsApp fertig machen und teils wirklich wüst beleidigen. Und Eltern haben da wahrscheinlich noch mehr Einblick auf die Ausmaße als jetzt ich als Lehrerin, die das nun mal nebenbei zufällig mitbekommt. Doch ich sehe stark, dass ein Freund, der den Mut hat, zu einem zu stehen, oder dieser Wunsch wahrscheinlich so groß ist wie nie zuvor, gerade weil es so leicht ist, sich gegenseitig in sozialen Medien zu beleidigen oder fies zu kommentieren. Und zu einem zu stehen, zu einem Freund zu stehen, kostet manchmal ganz schön Mut, gerade wenn der Freund versagt. Und daher liebe ich es, dass sich in den Sprüchen ein so starkes Plädoyer für Freundschaft finden lässt. Jetzt zum dritten Thema, und zwar moralische Maßstäbe. Den Vers finde ich auch super. Sprüche 23, Vers 23. Bemühe dich um Wahrheit, egal was es kostet. Okay, Wahrheit bedeutet also manchmal Investition. Entweder ich nehme alles, wie es mir auf dem Tablett serviert wird, Stichwort Medien, oder ich prüfe Quellen, investiere Zeit und Energie. Ich wäge also ab. Setze ich mir Wahrheit als Maßstab und riskiere dadurch vielleicht gar Verlust? Wahrheit wird einem nicht einfach zuteil, sondern nicht selten muss man sich darum bemühen, damals wie heute. Und in solchen Versen, die wir jetzt mal dich rausgepickt habe, werden wir dazu herausgefordert, unsere persönlichen Maßstäbe zu hinterfragen. Ja, vermutlich wäre niemandem aufgefallen, dass diese Sprüche 3000 Jahre alt sind, denn sie hätten auch einem brandneuen Ratgeber entnommen sein können zum Thema achtsam im Miteinander oder so. Das zeigt, das Buch der Sprüche ist zeitlos und auch heute so nah an unserem Leben dran. Ja, vielen Dank. Vanessa, es ist wahnsinnig, was du aufgezeigt hast, wie relevant diese Sprüche heute noch sind, wie wenn sie heute geschrieben worden wären für unsere Zeit, für unsere, wie hast du so schön gesagt, Social Media Generation. Und was ich vorhin schon gesagt habe, gilt umso mehr. Es ist so gut zu merken, dass Gott sich dafür interessiert, dass unser Leben funktioniert. Vielen Dank in den Einblick der Themen. Jetzt ist es so, dass diese Themen mega hilfreich sind. Aber wir auch gemerkt haben in der Vorbereitung, dass wenn man sich mit den Sprüchen befasst und mit dem Thema der Sprüche, dann kommen doch so, naja, Themen hoch, die einfach da sind, weil der Abstand recht groß ist zwischen der Zeit. Manche Dinge, die Salomo geschrieben haben, sind schon speziell, auch manche Hintergründe. Überhaupt, wenn wir dann reinkommen in das große Thema der Sprüche, nämlich Weisheit, entstehen Fragen. Und mit diesen Fragen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und was wir da tun wollen, ist, dass wir Salomo selber diese Fragen stellen. Natürlich kann er nicht antworten und er kann doch antworten, weil wir versuchen einfach aus den Sprüchen heraus, aus seiner Meinung, aus dem, was er geschrieben hat und dem, was das Buch sagt, Antworten zu finden. So, die erste Frage, die wir ihm stellen wollen, ist: Ey, Salomo, was willst du wirklich? Sprüche
Das sind im größten Teil Sammlungen von Sprüchen, die einfach teilweise auch gar nicht zusammengehören, die einfach gesammelt sind. Und da könnte man alles Mögliche rauslesen, was die Intention ist von Salomo, was er möchte. Also er könnte zum Beispiel einfach ein Buch geschrieben haben wollen, wo es ihm darum geht, dass seine Jungs, seine Söhne besser auf ihn hören. Und tatsächlich spricht er viel zu seinen Söhnen, dass sie lernen sollen, dass sie auf ihn hören sollen. Aber ist das, Salomo, und das ist jetzt die Frage an ihn, wirklich dein Thema? Ist es dein Heartbeat? Oder gibt es noch was anderes, was dich beschäftigt hat und was dir wichtig ist und warum du dieses Buch geschrieben hast? Er bringt es gleich in den ersten Versen auf den Punkt. Also wir brauchen gar nicht lang suchen. Da heißt es nämlich, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit. Das ist seine Motivation. Er hat dieses Buch nicht geschrieben, um irgendwie seine Weisheiten rüberzubringen, dass er irgendwie berühmt wird oder irgendwelche Dinge verkauft oder irgendwie glänzen kann, sondern sein Ziel, sein Wunsch war es, dass Menschen weise werden. So, jetzt sind wir bei Weisheit und das ist eins der Worte, das wir alle verstehen, das wir alle kennen. Aber wenn ich es in einem Satz erklären muss, so aus dem Bauch raus, dann ist es gar nicht so einfach. Was ist denn das wirklich Weisheit? Weisheit, will ich es mal versuchen zusammenzufassen, ist nicht das Richtige nur zu wissen, sondern zu wissen, was richtig ist. Das ist nah beieinander, oder? Also nicht nur das Richtige zu wissen, das wäre Erkenntnis. Das ist nicht Weisheit. Wenn ich einfach nur weiß, okay, 1 + 1 = 2, das ist ein Fakt, das ist noch nicht weise. Das ist einfach nur etwas Wissen. Aber zu wissen, was richtig ist zu tun, das Richtige zu denken, da fängt Weisheit an. Und das hat oftmals auch mit Erfahrung zu tun, ja. Das sind, ich würde es mal in 3 Bereiche aufteilen. Das ist zum einen das ganze Denken, wo wir dann auch sagen würden, oh, der hat aber eine weise Erkenntnis, also der hat echt was verstanden. Da ist ein weiser Entschluss, ein weises Urteil. Ja, das ist Weisheit. Das hören wir gern, wenn jemand weise ist. Da höre ich gerne zu. Und dann hat Weisheit auch sehr viel zu tun mit dem, was wir sagen. Ja, oh, sagt man oft, das ist ein weises Wort. Das hat nichts damit zu tun, dass die Person viel im Kopf hat, viel versteht, sondern die hat die Weisheit, in der richtigen Situation das Richtige zu sagen. Und das hört sich für mich unglaublich gut an, weil ich bin verheiratet und es ist wirklich das Beste, was es gibt, in der richtigen Situation das Richtige zu sagen. Und dann ist da noch die Lebensweisheit, die Weisheit, einfach das Richtige zu tun. Und das ist nicht weniger wichtig. Wir wollen das Richtige tun und das verstehen und weise sein, indem wir uns verhalten. Und wenn wir jetzt diese Frage an Salomo stellen könnten, wenn er hier wäre leibhaftig und sagen, hey Salomo, was ist es, was du willst? Dann würde er sagen, hey, ich möchte, dass ihr weise werdet. Und ich habe, und das spürt man, wenn man das Buch liest, ich habe einen tiefen Optimismus. Ich glaube, und das ist ja auch der Titel unserer Predigt heute, jeder Mensch kann weise werden. Also auch ich und naja gut, du weißt schon Bescheid. So, ich würde da gleich weitergehen in die zweite Frage und sagen, okay, Salomon, das mit der Weisheit hört sich mal sehr gut an und sehr spannend an, aber meine zweite Frage an dich wäre, Salomon, dein Gedankenansatz wirkt sehr alt. Passt der noch zu unserem modernen Denken? Salomon, um das zu erklären, was diese Frage so ein bisschen meint, ist sehr einfach unterwegs. Man nennt es oftmals einen Dualismus, den er da einfach aufmacht. Für ihn ist es ganz einfach. Oftmals gibt es einfach nur weise oder dumm. Punkt. Richtig oder falsch. Ja, es war relativ einfach zu denken. Und wenn ich an uns denke, an unsere Zeit denke, wie wir denken in unserer Gesellschaft, auch in unserer Kirche, dann gibt es ganz oft kein richtig oder falsch. Es spielt keine Rolle, ob ich das blaue T-Shirt anziehe oder das rote. In vielen Dingen gibt es viele Optionen. Und hey Salomo,
Gibt es diesen einfachen Dualismus wirklich? Und jetzt stelle ich mir Salomo vor, ich glaube, er würde jetzt rüberlächeln, wenn er leibhaftig da wäre und würde sagen, natürlich gibt es diese Freiheit. Ich hatte damals auch verschiedene Königsroben und die einen waren farbiger und die anderen hatten mehr Steinchen drauf. Und diese Freiheit zu entscheiden, da gab es auch nicht richtig oder falsch. Aber er würde uns wahrscheinlich sagen, eure Zeit hat eine große Gefahr und darauf gibt es eine Antwort. Eine Antwort in den Sprüchen. Und diese Gefahr heißt Beliebigkeit. Spielt ja keine Rolle, was ich anziehe. Ja, meistens ist es wirklich egal, was man anzieht. Es spielt keine Rolle, ob ich heute das blaue oder morgen das blaue T-Shirt anziehe. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Dinge, die sind nicht beliebig. Und da fordert uns Salomo und das Buch der Sprüche mega heraus, darüber nachzudenken. Gibt es das Richtige oder gibt es das nicht? Was ist jetzt in dieser Situation das Richtige? Mein Nachbar ist in Not. Kümmere ich mich um ihn oder lasse ich es? Bin ich dabei oder, ah ja, ich kann ja auch morgen Beliebigkeit. Wie ich mit der Wahrheit umgehe, die Themen, die wir vorhin gehört haben. Ich glaube, Salomo würde uns wirklich rausholen wollen und sagen, hey, Vorsicht vor der Beliebigkeit. Es gibt ganz oft richtig oder falsch. Ein Thema, was ich auch mit ihm wirklich gern besprechen würde, was ich anschauen möchte, ist die Frage, ist Weisheit nicht das, was mit dem Alter kommt? Ich habe dieses Thema mit meinem Schwiegervater besprochen. Mein Schwiegervater ist ein sehr weiser, also weiß, aber nein, er ist auch ein weiser Mensch. Und wir haben da uns lange drüber unterhalten, muss ich eher mich in diese Richtung entwickeln, also muss ich ein gewisses Lebensalter haben, um weise zu werden. Weil da steckt ja schon was drin. Also Weisheit kommt schon mit Lebenserfahrung, oder? Ist es nicht so, dass wir, umso mehr wir erfahren, umso weiser werden wir, umso besser können wir lernen zu denken und die richtigen Dinge zu tun. Und wenn wir Salomo fragen, würde er schmunzeln und sagen, ja, natürlich steckt da was drin. Die Weisheit, viel Weisheit kommt von der Erfahrung, aber er würde vielleicht sagen, hey, denk mal kurz drüber nach, ob alle jungen Menschen nicht weise sind, die du kennst. Müsste ich sagen, definitiv nicht. Es gab genug schwierige Momente, in denen ich feststellen musste, dass ein jüngerer Mensch weiser war als ich. Und dann würde er sagen, und was ist mit den Alten? Sind alle Alten oder Älteren, oder sagen wir Reiferen, sind die automatisch weise? Und da muss ich mir auch ganz ehrlich sagen, leider nein. Ich habe viele Situationen erlebt, wo ich mir von einem älteren Menschen mehr Weisheit gewünscht hätte. Und Salomo würde jetzt antworten und sagen, klar, mit Lebenserfahrung kommt auch eine gewisse Weisheit, aber ich habe mehr. Und da hat er einen Vers, da steht in Sprüche 16, Vers 15, und da spricht er davon, dass man Weisheit erwerben kann. Also man kann das haben. Und vorher spricht er davon, dass die jungen Leute Weisheit erwerben können und dass die Alten noch weiser werden können. Auch da ist wieder viel Optimismus von Salomo, der sagt, hey, ich glaube daran, dass du weiser werden kannst. Und das tut gut, weil there is hope, da ist Hoffnung in den Situationen, wo wir uns einfach wünschen würden, weiser zu sein. Und er sagt, Weisheit können wir lernen. Wir können Weisheit bekommen, wenn wir uns damit befassen. Und diese Antwort bringt mich sofort zur nächsten Frage. Da brauche ich gar nicht lang überlegen. Und das ist diese Frage, hey Salomo, und wie kann ich jetzt weise werden? Und das ist der Punkt, wo sein Lächeln wahrscheinlich am breitesten wäre, wenn er auf unserer Bühne sitzen würde, weil jetzt würde er wahrscheinlich sagen, und jetzt bist du genau da, wo ich dich haben möchte. Wie kann ich weise werden? Diese Frage ist mega gut. Und da hat er eine ganze Reihe von Antworten. Er würde wahrscheinlich sagen, das Erste, was mir so wichtig ist für dich zu verstehen, ist, Weisheit zu bekommen erfordert ein Mindset. Weisheit zu bekommen, das ist eine Einstellung. Das ist was, das musst du wirklich wollen. In Sprüche 4, Vers 7 steht dazu, der Weisheit Anfang ist, Doppelpunkt, erwirbt dir Weisheit. Wow, also wenn du weise werden willst, dann guck, dass du weise wirst.
Das macht jetzt noch nicht so viel Sinn, aber es macht gleich Sinn, wenn wir den Satz weiterlesen. Der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit mit allem, was du hast. Also Salomo sagt, du brauchst eine Passion, du brauchst ein Mindset und du musst es wirklich wollen. Du musst weise werden wollen, wirklich weise. Dann wird es funktionieren. Wenn du viel Geld unbedingt verdienen möchtest und deswegen weise und schlau, dann wird es wahrscheinlich nicht richtig funktionieren, weil du in einer ganz anderen Richtung unterwegs bist. Wenn es dir um dich selber geht, wirst du Weisheit nicht so gut finden. Er sagt, du musst wirklich versuchen, weise zu werden. Und da war er wirklich schlau. Ein weiterer Punkt, und ich gehe sie jetzt mal ein bisschen durch, weil da ist eine ganze Menge, das ist, wie gesagt, sein Thema, wie wir weise werden können, ist, suche dir weise Menschen und höre gut zu. Er sagt zum Beispiel an einer Stelle zu seinem Sohn, höre, mein Sohn, und nimm meine Worte an. Im Weg der Weisheit unterweise ich dich. Also Salomo sagt, wenn du weise werden möchtest, dann such dir weise Menschen. Macht irgendwie Sinn. Wenn wir weise werden wollen, dann müssen wir uns die suchen, die weise sind, und viel zuhören. Und dann werden wir etwas von dieser Weisheit übernehmen können, weil es etwas mit uns macht. Das ist ein mega spannendes Thema, Weisheit im Buch der Sprüche und wie wir es bekommen können. Ein weiterer Punkt, den er auch anspricht, ist, dass er sagt, wenn du weise werden willst, musst du auf dem Weg die Worte bewahren. Also halte das fest, was du schon verstanden hast, und versuche nicht immer was Neues zu finden. So bewahre deine Herzen, deine Worte, heißt es hier in den Sprüchen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Also schau, dass du das nicht loslässt, was du verstanden hast, weil dann wirst du immer weiser, da kannst du immer weiser werden. Und dann heißt es weiter, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Das ist schon eine krasse Aussage. Also das macht was mit uns. Wir werden gesund, wenn wir Weisheit verstehen. Und dann ist ein Punkt, der ist auch wirklich Heartbeat für Salomo, der ja noch bei uns ist, und würde sagen, hey, der Punkt ist auch ganz wichtig. Hör gut zu, wenn du wirklich weise werden willst, dann musst du den Punkt verstehen. Mehr als alles, sagt er an einer Stelle in den Sprüchen, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also wenn du weise werden möchtest, wenn du die Person werden möchtest, die andere fragen, weil du so weise bist, dann musst du dein Herz bewahren. Es ist eben nicht das Wissen allein, es hat viel mit dem Herzen zu tun. Und er würde warnen, jetzt sind wir beim nächsten Punkt, er würde warnen und sagen, hey, pass auf, dass du die Weisheit nicht verlierst durch falsche Entscheidungen. Da kommen wir nachher nochmal drauf, deswegen lassen wir das. Und ja, wir machen hier einen Punkt, weil wir könnten noch lange weitermachen. Es gibt noch viele gute Punkte, die Salomo bringt, wie wir weiser werden können. Und vielleicht den wichtigsten wird Vanessa gleich ansprechen. Aber vorher habe ich noch eine letzte und abschließende Frage, die ich Salomo stellen möchte. Und diese fünfte und letzte Frage, die ich ihm stellen würde, wäre, hey, warum sollte ich auf dich hören, Salomo? Ich kenne dein Ende. Wer sich mit Salomo beschäftigt und seiner Geschichte, kann ganz leicht sehen, dass Salomo ein krasser Mann war, ein König war, der so weise war, dass Menschen zu ihm gekommen sind, teilweise lange Schlangen gestanden sind, um seine Weisheit zu hören, seine Entscheidungen. Das berühmte salomonische Urteil, da ist so viel Weisheit bei diesem Mann gewesen. Nur gab es dieses eine große Problem. Hey Salomo, am Ende hast du es verkackt. Du hast es nicht geschafft. Dein Ende war alles andere als weise. Und deswegen würde ich fragen, hey Salomo, warum sollte ich dir jetzt überhaupt noch zuhören? Weil ich kenne doch dein Ende. Und ich glaube, dass er an dieser Stelle, wenn er leibhaftig hier wäre, dann würde er nicht mehr souverän lächeln. Da würde er sehr verkrampft und wahrscheinlich auch traurig gucken. Ich glaube, das ist natürlich spekulativ, aber ich glaube, dass Salomo am Ende seines Lebens bereut hat, wie er gelebt hat. Dass er am Ende wirklich, also er hat es wirklich übertrieben in allen Richtungen und übel, Götzendienst und alles. Es war wirklich nicht gut. Und er würde sagen, ja,
ich weiß, dass ich es verkackt habe. Ich weiß, dass ich es am Ende nicht geschafft habe. Aber ich möchte dir trotzdem zwei Dinge mitgeben, die wichtig sind, dass du sie verstehst. Nämlich, verwechsel die Weisheit nicht mit dem Lehrer der Weisheit. Also, das ist wie was Eigenes. Er sagt, nur weil ich am Ende es nicht geschafft habe, meine eigene Weisheit zu Ende zu leben, war die Weisheit nicht schlecht. Und das ist so wichtig für unser Leben. Ich glaube, dieser Tipp würde aus einer tiefen Erfahrung kommen und könnte uns echt helfen, weil es auch heute noch oft so ist, dass Menschen, die so viel Weisheit haben, es am Ende nicht schaffen. Ja, ein großes Beispiel, was in unseren Kreisen sehr bekannt ist, ist Bill Hybels, der ein großer Pastor aus Amerika war, der uns sehr inspiriert hat als Kirche, gerade Steffen und Sibylle in der Gründungsphase dieser Kirche. Und sein Ende war nicht schön, das Ende seines Dienstes war nicht schön. Und ich will es überhaupt nicht beurteilen, das ist nicht an mir. Aber dieses unschöne Ende hat dafür gesorgt, dass heute viele nicht mehr auf ihn hören. Und das ist so schade, weil die Weisheit, die er hat, die ist immer noch wertvoll. Und wir sollten diese Weisheit nicht verlieren, nur weil der Mensch, der die Weisheit transportiert hat, es nicht in allen Bereichen sauber vielleicht bis zum Ende geschafft hat. Lasst uns trennen. Salomo würde uns, glaube ich, hart da ins Gebet nehmen und sagen, hey, trenne die Weisheit vom Lehrer der Weisheit. Und dann vielleicht als letzten Punkt, den er wahrscheinlich auch mit schmerzverzerrtem Gesicht sagen würde, würde sagen, hey, das, was ich dir mitgeben kann am Ende ist, bleib auf dem Weg der Weisheit. Fang nicht an, Kompromisse zu machen, weil die Weisheit kannst du ganz schnell wieder verlieren. Schau mich an, ich war der Allerweiseste und ich habe es verloren. Und sei du nicht so, sondern bleib auf dem Weg, mach keine Kompromisse, weil Weisheit ist was Wunderbares, Weisheit ist was total Schönes. Gut, Vanessa, ich gebe jetzt wieder zu dir. Ich habe es gerade schon angekündigt. Du hast noch einen Punkt, der unglaublich wichtig dafür ist, wenn wir mehr Weisheit haben wollen. Ja, vielen Dank, Daniel. Ich würde gerne für diesen nächsten Punkt wieder zurück in den Prolog gehen, den Salomo zu Beginn seiner Sprüche aufführt. Denn ein zentrales Thema der Sprüche, welches immer wieder darin auftaucht, ist die Furcht des Herrn oder auch Gottesfurcht genannt. Schauen wir mal den Vers an, Sprüche 1, Kapitel 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Okay, das heißt, Gottesfurcht, also die Furcht des Herrn, ist der Schlüssel zur Weisheit und ihre Grundlage. Ja, in unserer heutigen Zeit ist dieser Begriff Furcht des Herrn schwer verständlich, daher möchte ich versuchen, ihn zu übersetzen. Gottesfurcht bedeutet, Gott in seinem Leben den Platz einzuräumen, der ihm zusteht. Und es bedeutet zu glauben, dass Gott derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Was heißt das jetzt genau? Ich glaube daran, dass Gott mein Schöpfer ist. Und daher bin ich überzeugt, dass Gott als Schöpfer ein Interesse daran hat, dass das von ihm geschenkte Leben, mein Leben, gelingt. Er hat die besten Ideen für mein Leben und will mir Chancen einräumen, mein Leben mit Weisheit zu gestalten. Und diese Perspektive, mich in Beziehung beziehungsweise ins rechte Verhältnis zu Gott zu setzen. Diese Perspektive beschreibt Gottes Furcht. Ich habe ein Foto mitgebracht, denn vergangene Woche haben mein Mann und ich mit wirklich viel Kraftaufwand den Gipfel dieser wunderschönen Schrammsteinaussicht in der sächsischen Schweiz erreicht. Und oben angekommen, schaute ich in die Weite und plötzlich erbebte mein Herz. Ich konnte kaum die Tränen zurückhalten, so berührt war ich von den gewaltigen Elbsandsteinfelsen, die man hier auch sieht, und dieser herrlichen Aussicht. Und ja, in dem Moment kam ein anderes Pärchen oben an und die Frau sagte, wow, da merkt man erstmal, wie klein man ist. Und ich glaube, dieses Gefühl beschreibt in etwa die Furcht des Herrn. Ich kenne meinen Platz und ich gestehe Gott seinen Platz zu. Mein inneres Erbeben in dem Moment war Ehrfurcht vor Gottes Größe. Aber nicht Angst, denn viele verwechseln das leider. Und den Unterschied zwischen Angst und Furcht, den möchte ich jetzt verdeutlichen mit Hilfe des folgenden Verses, und zwar Psalm Kapitel 33, Vers 18. Der Herr aber beschützt alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und die auf seine Gnade vertrauen. Das ist für den Psalmisten dasselbe. Gott mit Ehrfurcht begegnen und auf seine Gnade vertrauen.
Wie könnte ich mich bei jemandem geborgen fühlen, jemandem vertrauen, vor dem ich Angst habe? Das geht nicht. Und aus diesem Grund wird die Furcht des Herrn häufig auch mit Ehrfurcht übersetzt. Mich in Abhängigkeit von Gott zu wissen, im tiefen Glauben, dass Gott mein Schöpfer ist, ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn ich ihn als meinen Lebensspender verstehe, werde ich nach seinem Willen für mein Leben fragen. Und ich fange an, jetzt sind wir bei den Sprüchen, bei den Lifehacks, gute Verhaltensweisen zu kultivieren und weise Entscheidungen zu treffen. In Bezug auf mich selbst, aber eben auch in Bezug auf meinen Nächsten. Denn ich weiß, er meint es gut mit mir. Ja, vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du buchstäblich mit deiner Weisheit am Ende bist. Über dein Leben sind unverschuldet, zum Beispiel infolge der Corona-Maßnahmen, Umstände hereingebrochen, denen man mit weisen Entscheidungen nicht so ohne weiteres entkommen kann. Dann kann Gottes Furcht für dich bedeuten, daran festzuhalten, dass Gott regiert und größer ist als deine Lebensumstände. Er hat die Kontrolle und er kann dich auf deinem Weg hindurch oder aus der Situation hinausführen. Die Furcht des Herrn, wir gehen wieder zurück an den Anfang von Sprüche, ist der Anfang der Erkenntnis. Andere Übersetzungen sagen der Anfang der Weisheit. Das heißt, will ich weise werden in meinem Denken und in meinem Handeln, so ist es wichtig, an der richtigen Stelle anzufangen, meinen Platz zu kennen und Gott den Seinen zugestehen. Und wie das geht, das erklärt uns jetzt mal, oder wie wir anfangen können, das erklärt uns der Daniel. Ja, vielen Dank. Wir kommen damit auch schon zum Ende der Predigt. Und was ist jetzt naheliegender, gerade auch wenn wir praktisch werden, wie du gesagt hast, Vanessa, was ist da naheliegender als zum Ende der ersten Predigt zum Thema Sprüche auch wieder mit einem Spruch zu enden? Und den Spruch, den ich hier ans Ende packen möchte, ist der, der aussagt, lieber einen Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und ich mag diesen Spruch sehr und auch diesen Spruch habe ich schon öfters bei meinen Kindern eingesetzt, um ihnen zu erklären, dass es viel besser ist, sich auf das Konkrete zu konzentrieren. Wir nennen das bei uns in unserer Kirche hier im ICF Next Step. Ja? Das, was jetzt vor meinen Füßen liegt, das, was ich jetzt tun kann, den nächsten Schritt zu tun und nicht von irgendwas Großem zu träumen. Ich glaube, die Gefahr ist groß, wenn wir jetzt so viel über Weisheit gesprochen haben, dass es passieren kann, dass wir von der Taube auf dem Dach träumen, dass wir davon träumen, dass wir so weise werden, dass wir ab sofort alles richtig machen, dass unsere Worte so ein Gewicht bekommen, dass die Menschen Schlange stehen vor unserer Haustür, um uns zuzuhören. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Taube auf dem Dach. Ich wünsche dir und mir, dass wir da hinkommen, aber das ist doch noch ein Stück wahrscheinlich entfernt, also bei mir zumindest ist ein Stück entfernt. Viel näher ist der Spatz in der Hand. Also die Sache, die jetzt direkt vor uns liegt. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was dich angesprochen hat in der Predigt. Vielleicht war es dieser letzte Punkt, wo du gesagt hast, das hat mich angesprochen, was die Vanessa gesagt hat, dieses Furcht des Herrn, also im Positiven zu verstehen, Gott ist über allem und Weisheit heißt, das zu kapieren. Ich bin viel kleiner und er kann alles machen. Vielleicht war es auch ein ganz praktisches Thema, eins von diesen vielen Themen, das wir heute angerissen haben. Vielleicht ist es eine Freundschaft, wo du dich weiser verhalten möchtest. Vielleicht merkst du, dass du im Reden weiser werden möchtest. Vielleicht merkst du, dass da jemand ist, der weise ist und du möchtest mehr Zeit mit dieser Person verbringen. Ich lade dich ein, einfach dir bewusst diesen Schritt vorzunehmen und den ganz konkret zu machen. Unser Salomo, wenn er denn hier wäre, würde sich unglaublich darüber freuen, weil er weiß, dass das praktisch ist. Und Gott wird sich auch darüber freuen, weil er wünscht sich, dass unser Leben praktisch verändert wird. Und genau hier ist dieser große Mehrwert im Buch der Sprüche. Und deswegen freue ich mich auch auf die nächsten Wochen, wenn wir da weitergehen. Ich möchte jetzt an der Stelle noch beten für meinen nächsten Schritt, um weiser zu werden. Und ich möchte auch für dich beten, dass du auch deinen Schritt gehen kannst, um weiser zu werden. Jesus, ich möchte jetzt an dieser Stelle dir zuallererst mal danken, dass wir überhaupt über dieses Buch sprechen können. Weil du bist daran interessiert, dass unser Leben funktioniert. Du gibst keine Garantie, dass alles gut läuft, aber du möchtest, dass es sich verbessert, dass wir Dinge lernen. Und du möchtest definitiv,
dass wir weiser werden. Und deswegen bete ich jetzt, dass das, was wir uns irgendwie vorgenommen haben, wo wir gemerkt haben, das ist unser Spatz heute in Bezug auf Weisheit. Da können wir einen Schritt gehen, da können wir vorwärts gehen. Da ist ein Mensch, von dem wir lernen können. Da ist die Beziehung vielleicht zu dir irgendwie, wo wir was richten können. Da möchte ich uns bitten, dass du uns hilfst, dass wir diesen Schritt tatsächlich und konkret gehen können, dass wir wirklich weiser werden und dadurch mehr, so wie du es dir vorstellst, weil du möchtest, dass wir vorwärts kommen und dass wir weiser werden. Ich danke dir für alles. Danke dir, dass du da bist für uns, dass du dich für uns interessierst und uns hilfst bei unseren Schritten. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir geholfen, mehr über Gott und dich selbst zu erfahren. Dieser Podcast wird durch Spenden ermöglicht. Wenn du möchtest, kannst auch du uns unterstützen. Alle Infos dazu bekommst du in der Videobeschreibung. Mehr Infos über ICF Karlsruhe findest du auf unserer Website www.icf-karlsruhe.de.